Bisher haben wir in dieser Lektion Grundbegriffe der Ethik auf zwei Ebenen behandelt. Anhand des autonomen Fahrens und anhand der Sexrobotik. Wenn Roboter in moralische Handlungen und moralische Entscheidungen involviert sind, tut sich eine heikle Fragestellung, mit der wir uns bisher nicht auseinandergesetzt haben, auf. Wie sollen denn wir mit Robotern ethisch korrekt umgehen? Sind Roboter ausschließlich die Objekte unseres moralischen Handelns? Oder können Roboter selbst moralisch handeln und agieren und sind also auch Subjekte? Im letzten Video dieser Lektion stellt Ihnen Janina Loh inklusive Ansätze vor, die die Trennung zwischen Objekt und Subjekt auflösen. Zunächst einmal zu dem Feld, in dem man sich mit Robotern als potenziellen Objekten moralischen Handelns beschäftigt. Das ist eine offene Liste. Ich habe Ihnen nur so ein paar Bullet Points hier angefügt, welche Fragen hier gestellt werden. In diesem Arbeitsbereich werden Roboter generell als Werkzeuge oder Ergänzungen der Menschen gesehen, die in keiner Weise in einem starken, gehaltvollen Sinne moralisch autonom sind. Hier kann man Fragen stellen, die den Umgang mit Robotern betreffen. Hier kann man auch die Fragen der Ethikkodizes stellen, ob man Ethikkodizes in Unternehmen braucht, die den Umgang mit Robotern definieren. Etwas, was in vielen Unternehmen im japanischen Raum beispielsweise schon einigermaßen normal ist. Man kann generell darüber auch reden, ob Beziehungen mit und zu Robotern möglich oder wünschenswert sind. Hier vor der Prämisse, dass Roboter ja bloße Objekte sind. Also kann man mit bloßen Objekten in irgendeiner Form emotionale Beziehungen führen? Sollte man das? Man kann ja auch darüber sprechen, ob der Begriff der Versklavung von Robotern überhaupt angebracht ist, weil ja für gewöhnlich nur die als Sklaven bezeichnet werden, die sich gegen ihre Versklavung auch in irgendeiner Form wenden können. Wir würden aber einen Tisch beispielsweise nicht, also wir würden nicht sagen, wir versklaven einen Tisch, nur weil wir ihn dazu nötigen, hier sich irgendwie hinzustellen und darauf Sachen ablegen zu können, weil ein Tisch eben nicht Nein sagen kann. Und im Rahmen dieser Disziplin, wo man irgendwie Robotern die Möglichkeit, selbst moralisch handeln zu können, abspricht, könnte man auch eben fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, Roboter im Rahmen von der Arbeitswelt beispielsweise, ob es überhaupt sinnvoll ist, dazu sprechen, dass man Roboter in irgendeiner Form versklavt. Was eine interessante Frage ist, wenn Sie sich an den ursprünglichen Begriff des Roboters eben aus dem Tschechischen erinnern, wo die Vorsilbe Rab aus dem Tschechischen ja bereits Sklave heißt. Ist das überhaupt ein angemessener Begriff? Okay. Und man könnte eben in vielen weiteren Bereichen, nicht nur in der Therapie, aber unter anderem auch in der Therapie darüber diskutieren, ob man und in welchem Ausmaß man hier Roboter anwenden sollte oder einsetzen sollte. Das heißt, innerhalb dieses Arbeitsbereiches verbleibt die moralische Kompetenz bei den menschlichen NutzerInnen und die Kompetenzkompetenz, ein etwas sperriger Begriff aus dem Recht, bei den menschlichen DesignerInnen artifizieller Systeme sowie beim geltenden Recht. Die menschlichen Eltern in Anführungsstrichen entscheiden über die Moral ihrer Geschöpfe und darüber, wer im Falle eines Unfalls in welcher Weise, in welchem Ausmaß und was für eine Verantwortung trägt. Klar ist auf jeden Fall, dass die Roboter selbst keinerlei Verantwortung tragen, sondern jegliche Form von Verantwortung und Moralität verbleibt bei den Menschen. Im zweiten Bereich der Roboterethik befasst man sich eben damit, inwiefern Roboter selbst oder manche Roboter zumindest potenzielle moralische AkteurInnen sein können. Hierfür muss man erstmal die Frage stellen, was moralisches Handeln überhaupt mit Blick auf Menschen bedeutet. Das heißt, wann wir mit Blick auf Menschen sagen würden, dass jemand in der Lage ist, moralisch zu handeln. Und wie Sie sich denken können, gibt es natürlich in der Philosophiegeschichte dazu unterschiedliche Antworten. Wenn man die Leute fragen würde, würden die meisten sagen, naja, irgendwas mit Freiheit ist wichtig. Freiheit und Autonomie spielen irgendwie eine Rolle für moralisches Handeln. Ergo würde man in diesem Bereich der Roboterethik fragen, inwiefern Freiheit bzw. Autonomie in Robotern implementiert oder programmiert werden kann als Bedingung für moralisches Handeln. Viele andere würden auch sagen, naja, Kognition spielt irgendwie eine gewisse Rolle für moralisches Handeln. Und ich habe jetzt hier in der Klammer mal eine offene Liste an kognitiven Kompetenzen angeführt, die hier häufig genannt werden. Denken, Verstehen, Geist, Intelligenz, Bewusstsein, Wahrnehmung, Kommunikation. Würde man Kant fragen, würde der vermutlich noch die Vernunft anführen. Urteilskraft spielt hier sicherlich auch eine Rolle. Je nachdem, was man hier für eine Antwort gibt, würde man in diesem Bereich der Roboterethik versuchen, diese kognitiven Kompetenzen als Bedingungen für moralisches Handeln in den fraglichen Robotern zu programmieren oder in irgendeiner Form zu simulieren. Und drittens würden viele Leute vermutlich sagen, naja, für moralisches Handeln spielt Emotionen bzw. Empathie eine große Rolle. Also Menschen müssen irgendwie empathisch sein, um moralisches Handeln zu können. Und ergo würde man auch hier dann versuchen, Emotionen oder Empathie in den fraglichen Robotern zu programmieren oder zu simulieren. Und in all diesen Bereichen gibt es natürlich jetzt schon eine Menge Versuche oder Projekte. Und da kommen wir zur Unterscheidung zwischen der starken und der schwachen KI-These.
Kommen wir zum dritten Teil der Roboterethik, die, wie ich sie nenne, inklusiven Ansätze. Man könnte fast sagen, dass das eine Art Metaethik ist, die sich in den inklusiven Ansätzen hier darstellt. Sie fragen, ob es Alternativen zum herkömmlichen Verständnis vom moralischen Handlungssubjekt gibt. Weil die Ansätze, die dem traditionellen Verständnis vom moralischen Handlungssubjekt folgen, diskriminierende Tendenzen haben, zu sehen an rassistischen und sexistischen Positionen. Überall da, wo wir in den traditionellen Ansätzen, also in den ersten beiden Arbeitsbereichen der Roboterethik, ein moralisches Subjekt definieren, gehen wir vom Menschen aus. Und wir sagen dann, dieses moralische Subjekt muss bestimmten Eigenschaften genügen. Es muss bestimmte Zuschreibungen bekommen. Es muss über Vernunft verfügen, meinetwegen. Es muss über Autonomie verfügen. Es muss über vielleicht Urteilskraft verfügen oder andere Fähigkeiten. Und das Problem ist an dieser Stelle, dass wir ganz viele Vorstellungen vom moralischen Handlungssubjekt haben, die auch durch die Geschichte sehr unterschiedliche Bedeutung erlangt haben. Und überall da, wo man Kompetenzen zuschreiben kann, kann man sie auch wieder aberkennen. Und in der menschlichen Geschichte sehen wir viele traurige Fälle, die gezeigt haben, was passiert, wenn man bestimmten moralischen Subjekten bestimmte Eigenschaften aberkennt und ihnen damit gleichzeitig ihr Menschsein aberkennt. Das, was die inklusiven Ansätze machen grundsätzlich, ist zu fragen, ob das die Vorstellung, die wir vom moralischen Handlungssubjekt haben, ob die überhaupt angemessen ist. Viele inklusive Ansätze richten sich hier gegen das humanistische Verständnis vom Menschen und vom moralischen Handlungssubjekt, weil das in der sogenannten westlichen Tradition eins der bedeutendsten und eins der wichtigsten Vorstellungen ist vom moralischen Handlungssubjekt. Und die inklusiven Ansätze sagen, naja, schauen wir uns mal die Beispiele an, die wir haben in der Geschichte von moralischen Handlungssubjekten, dann werden wir feststellen, dass die an vielen Ecken und Enden sehr problematisch waren und dass dann People of Colors, Juden, Frauen, Menschen mit Behinderungen sehr schnell irgendwie aus dem Kreis der moralischen Handlungsobjekte ausgeschlossen worden sind und eben damit auch gleichzeitig häufig auch ihre Menschlichkeit gleich aberkannt bekommen haben. Leute wie Rousseau haben Frauen beispielsweise sehr viel schwächere Kompetenzen zugebilligt als Männern, haben gesagt, Frauen sind nicht so gleichermaßen ausgerüstet wie Männer und haben deswegen nur einen Platz, wie man sagt, die drei Ks, Kinder, Küche, Kirche, glaube ich. Also haben einen Platz zu Hause und dürfen nicht so Teil an dieser Gesellschaft sein wie Männer. Und indem wir dem humanistischen Menschenbild einfach zustimmen, kaufen wir uns diese ganzen diskriminierenden Tendenzen mit ein. Und die inklusiven Ansätze fragen jetzt, ob es nicht irgendwie Möglichkeiten gibt, dieses ganz grundlegende Verständnis vom moralischen Handlungssubjekt irgendwie anders zu definieren. Und dadurch eben gleichzeitig automatisch auch das Grundverständnis vom moralischen Handlungsobjekt anders zu definieren. Die inklusiven Ansätze versuchen dann sogenannte relationale Alternativen zum essentialistischen Verständnis vom Handlungsobjekt und Objekt der traditionellen Ansätze zu definieren. Essentialistisch heißt hier, man hat ein Set an Kriterien, nachdem man das menschliche moralische Handlungsobjekt definiert. Vernunft, Autonomie, Bewusstsein, Intelligenz, Urteilskraft, you name it. Und wie ich gerade gesagt habe, da, wo man Eigenschaften zuschreibt, kann man sie auch immer absprechen. Und das hat, wie wir in der Geschichte der Menschheitsgeschichte sehen, häufig schon zu Problemen geführt. Relationale Alternativen heißt jetzt hier zu versuchen, nicht nur das Verständnis vom moralischen Handlungssubjekt aufzubrechen, sondern auch zu sagen, dadurch können wir eigentlich einzelne Kompetenzen nicht mehr einzelnen Menschen zuschreiben, sondern diese Kompetenzen wie etwa Autonomie und Verantwortung entwickeln sich aus der Interaktion zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen. Das ist hier in Kurzform der Anspruch der inklusiven Ansätze. Genau, sie wollen den Kreis der moralischen Handlungssubjekte um nichtmenschliche Akteurinnen erweitern, indem sie das herkömmliche Verständnis vom Moral Agent aufgeben. Und dann, was ich gerade zum Schluss gesagt habe, ändern sich die konstitutiven Fähigkeiten, die für gewöhnlich ausschließlich den moralischen Handlungssubjekten zugeschrieben werden, wenn sich deren Verständnis ändert. Fragezeichen. Vielleicht können wir dann nicht mehr einzelnen Wesen, Verantwortung etc. zuschreiben, sondern müssen Verantwortung als etwas begreifen, das sich in der Interaktion unterschiedlicher Akteurinnen realisiert.